Hallo und willkommen. Ich bin's MK3. Wie ihr seht, ist natürlich immer Zeit für Warframe. So, und heute gibt es natürlich mal wieder einen Fokus-Check. Das ist ja auch schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal einen gemacht habe. Und heute gucken wir uns den Vasarin-Talentbaum mal an, beziehungsweise Vasarin-Fokus-Talentbaum. Nehmen wir es mal Fokus-Talentbaum. Und ja, der Warframe, der übrigens hier gerade steht, ist die Mirage. Und wie ihr sehen könnt, ist ein fiesem Look, ähnlich wie vielleicht bei mir die Ember auch aussieht. Und wenn wir uns ein bisschen umdrehen, können wir auch den fiesesten Smiley sehen, womöglich im ganzen Spiel. Yeah. Ja gut, aber darauf gehen wir jetzt auch nicht weiter ein. Schlendern wir mal sehr, sehr fix zu unserem Operator hier rüber, damit wir auch die Sache mal genauer uns ansehen können. Gut. Ist auch schon als Hauptskill hier ausgewählt. Wunderbar. So. Auf jeden Fall. Jetzt fangen wir vorne an. Und zwar gibt es The Mending Tides. Das ist die Fähigkeit, die ihr direkt bekommt, wenn ihr den Vasarin Tree direkt freischaltet. Natürlich, um den freizuschalten, braucht ihr erstmal Linsen vom Vasarin Bereich. Die müsstet ihr dann auf Warframes oder eben auf Waffen tackern. Wobei natürlich Warframes besser ist, wenn man es genau nimmt, wenn nämlich zum Beispiel, so wie ich es gemacht habe, zum Beispiel jetzt, ich habe diese Linse auf die Ember getan und habe damit immer Wrackmissionen die ganze Zeit gemacht, alleine, und dadurch kriegt man relativ schnell doch schon gute Erfahrung mit der zusammen. Da sind andere Warframes, zumindest die ich bis jetzt getestet habe, wohlgemerkt, und das sind noch nicht so viele, sind da schon ein bisschen langsamer unterwegs, aber hier gerade beim Vasarin-Baum ging ja schon ratzfatz. So, was kann diese Fähigkeit? Und zwar Mending Tides. Das ist ja die erste Sache, die ihr freischaltet. Und dort tut ihr sozusagen innerhalb von 10 Sekunden 5 Wellen aussenden von euch. Von eurem Operator, den ihr auch steuern könnt. Und diese Wellen würden jetzt Leute heilen. Mit 250 Lebenspunkte pro Welle. Das ist ja schon mal nicht verkehrt in meinen Augen. Und an der Stelle sollte man eine Sache hinzufügen. Diese Heilung ist nicht beschränkt auf Kubros oder Sentinels oder andere Warframes, sondern tatsächlich auch auf Objekte zum Beispiel, die ihr vielleicht am Leben halten wollt. Wie diese Cryopods, die ihr in Defense-Missionen diverse Male auch schon bestimmt gesehen habt. Oder eben Excavators. Das sind diese Teile, wenn man bei Ausgrabungsmissionen ja dieses Chaotic-Zeug am Abbauen ist. Oder für andere Missionen generell. Könnt ihr diese Türme heilen. Was ja schon mal so schweinegeil ist. Weil normalerweise kann man die nicht so ohne weiteres heilen. Deswegen ist das schon ziemlich cool. Problem mit der Sache ist nur, gerade bei Assorti-Missionen, die ja durchaus ein bisschen schwerer gestaltet sind, gerade wenn das so die letzte Stufe ist, dann kann das sein, dass so Türme natürlich so puff, direkt kaputt sind. Und dann könnt ihr leider davon ausgehen, dass der Effekt da nahezu nicht mehr gegeben ist. Aber hey, ansonsten ist das schon ziemlich cool eigentlich. Ich habe auch kurz mal was aufgenommen, wie das überhaupt die Fähigkeit aussieht, damit wir auch mal sowas eine Übersicht mal haben. Wie ihr nämlich auch dann erkennen könnt, womöglich ist, dass die Fähigkeit wirklich, nicht wie die anderen Fähigkeiten bis jetzt, die ich gezeigt habe, nicht so aller Schrotgewehrschuss nach vorne, so einen gewissen Bereich nur treffen, sondern wirklich 360 Grad wirklich von euch eine Welle ausgehend alles trifft. Also alles heilt in dem Falle. Was ja schon mal sehr cool ist, finde ich. Sehr, sehr cool. So, und dann gucken wir uns eine andere Sache an, damit ich extra darauf nochmal hinweise. Ich habe nämlich noch genug Punkte, um was freizuschalten und am besten, wir gucken uns erstmal alles kurz, wir fliegen mal alles und dann gehe ich noch kurz darauf ein, wegen dem Pool hier oben. Und denkt auch immer dran, eine wichtige Sache voraus schon mal, bevor das danach wieder vergessen wird. ihr müsst Fähigkeiten, wenn ihr sie freischaltet, natürlich auch erst aktivieren. Dann würde das nicht hier so schwarz aussehen, sondern würde eine rote Farbe kriegen. Und wenn ich mich verguckt habe, müsste auch so eine rote Linie dann hierher gehen. Wenn dieses nicht der Fall ist, ist diese Fähigkeit hier nicht an. Und dann habt ihr es ja schlicht und ergreifend noch nicht. Also, ne? Ganz wichtig. Gut, aber jetzt fangen wir mal vorne an. Gucken wir uns am besten erstmal hier die Seite an. Ich finde es so gut, dass man hier alles verrutschen kann hier. Also, ich habe mich am Anfang gedacht, wie kann ich hier unten in der Ecke die Dinger lesen? Der Text ist ja außer vom Bildschirm. Ja, man kann es verschieben. Sehr schön. Gut. New Moon. So. Erster, wie gesagt, immer Voraussetzung ist natürlich immer, dass ihr Mending Tides einmal benutzt habt. Immer. Ihr müsst die Fähigkeit hier einmal benutzt haben, bevor überhaupt irgendeine andere Sache hiervon aktiviert wird oder ein Effekt tritt. Ihr müsst immer erst das hier einmal benutzt haben. Und das ist auch das Hauptproblem. Nämlich mit jeder Fähigkeit, die ihr freischaltet, geht die Zeit hier auch leider, die 180 Sekunden, die hier noch stehen, um jeweils, für jede Fähigkeit, die aktiviert wird, plus 45 Sekunden. Das heißt, man angenommen, ihr habt jetzt die New Moon-Fähigkeit angemacht, dann würde die Zeit hier nicht mehr am Anfang 180 Sekunden sein, die ihr warten müsst, bis ihr die Fähigkeit benutzen dürft, sondern müsst ihr tatsächlich 225 warten. Und das geht halt bei jeder Fähigkeit immer einen Schritt weiter nach oben. Ist schon eine Sache für sich.
Und natürlich haben die Fähigkeiten auch verschiedene Level. Wie ihr unter den kleinen, fast kaum erkennbaren Punkten sehen könnt, könnt man hier die Fähigkeit, auch die Mending Tides, tatsächlich um weitere Stufen erhöhen. So, wenn ich mich nicht verguckt habe, waren weitere Stufen. Wir senden mehr Wellen aus und in der Zeit, wo ihr heilt, die ist länger. Das heißt, man glaube ich, wollen wir mal, auf maximaler Stufe, glaube ich, haben wir 10 Wellen, die ihr aussendet. Und ihr habt, und das ist, dauert dann 20 Sekunden lang, diese Heilungsgeschichte. Also, man kann sagen, alle 2 Sekunden haut er also eine Welle raus. Das Schöne ist, der Operator ist ja unkaputtbar sozusagen. Ihr könnt ihn ja auch bewegen von eurem Warframe weg. Das heißt, damit kann man schon ein bisschen was anstellen und vor allem Leute am Leben halten länger Zeit. Finde ich gut. Leider wird natürlich nicht der Heilwert hier erhöht, aber das ist eine andere Geschichte. Ich meine, ne? Kann ich alles haben. So, gucken wir jetzt aber hier die neue Fähigkeit an, nämlich New Moon. New Moon ist eine Passivfähigkeit. Das heißt, ihr müsst das ja mal aktiviert haben, damit das hier dann bis zum Ende der Mission zählt. Und was kriegt ihr dafür bis zum Ende der Mission? Ihr kriegt, wie hier steht, up to one time, finde ich schön, bis zu einem Mal, nein, wirklich, könnt ihr einen eurer Kameraden sofort und spontan wiederbeleben. Also nicht so lange X gedrückt halten, bis er endlich wieder steht, sondern macht puff und er ist sofort wieder da. Also wenn ihr den wiederbelebt, macht das gleich zack und da steht er wieder. Ausgezeichnet. Das heißt mit Worten aber auch, dass wenn ihr die Fähigkeit später nochmal benutzt, kriegt ihr auch dieses Wiederbeleben bis zum Ende der Mission auch nochmal. Das Schöne ist, wie ich gerade mal nachgeguckt habe auch, tatsächlich sieht es damit auch so aus, dass wenn ihr hier jetzt die weiteren Stufen erhöht, kriegt ihr auch tatsächlich für jede weitere Stufe, die ihr da reintackert, auch ein weiteres Wiederbeleben mehr. Das heißt, beim Worten, auf maximaler Stufe könnt ihr dann 4 Leute danach bis zum Ende der Mission spontan wiederbeleben. Was ja schon mal ziemlich cool ist. Gut, gehen wir gerade hier nach hier oben, damit man die Sache ein bisschen geordnet abschließen können auch. Sofern ihr also New Moon wenigstens ein Level drin habt, dann könnt ihr auch hier oben diese Fähigkeit freischalten, nämlich Disciplined Approach. Was macht das Ding? Mending Tides increase the range affinity from kill share among allies by 10 meters for the duration of the mission. Kurzum, normalerweise sieht es so aus. Wenn ihr jetzt in der Mission kämpft und ihr seid ein bisschen weiter voneinander weg, kann das sein, ab einer gewissen Reichweite, dass ihr keinerlei Erfahrung mehr bekommen könnt für Kills, die der andere gerade veranstaltet. Mit dieser Passivgeschichte wird die Reichweite, wo Leute Erfahrung kriegen, erhöht. Das heißt, beim Worten, da wird nochmal 10 Meter dran gehangen bei dieser maximalen Reichweite. Ich bin mir nicht 100% sicher, wo normalerweise der Schnitt gezogen wird, gesagt wird, so, wenn du, keine Ahnung, ob 50 Meter oder so, wenn du über 50 Meter von einem anderen Warframe weg bist, dann, egal was der macht, du kriegst davon nichts mehr mit. Mit dem Ding würde also diese Reichweite, wo Leute Erfahrung kriegen, würde immer weiter erhöht, was auch bis zum Ende der Mission zählt. Das hier stelle ich mir gerade super gut vor, gerade bei Ausgrabungsmissionen, wo man sich halt aufteilt. Wobei, sobald die ein bisschen höher wird, wird man vielleicht eher versuchen, beieinander zu bleiben. Aber gerade vielleicht bei Überlebensmissionen, wo die Leute ja eh generell sich gerne mal ein bisschen am Anfang ausverteilen, ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man dann hier so eine Sache mit am Start hat, damit eben alle auch ja die Erfahrung kriegen, falls einer was Fieses killt. Schon wieder in die Teilen. Okay, Lotus, gut zu wissen, aber nicht jetzt. So, das ist so eine Sache, das wird auch dann immer bei weiteren Stufen auch immer weiter höher, bis zur Maximalstufe von 17 Meter. Aber mal ganz im Ernst, davon abgesehen, dass das nicht schlecht ist, wenn ich mir jetzt sage, gerade bei Survival-Missionen, gerade wenn man halt ein bisschen sich verteilter aufstellt, ansonsten sehe ich da jetzt nicht so einen wahnwitzig großen Wurf drin, ehrlich gesagt. Also ich persönlich jetzt, ne? Ich meine, andere können natürlich alles anders sehen, wie sie wollen, aber ich bin jetzt nicht so unbedingt da total scharf auf diese Fähigkeit hier oben, weil das ist so ein bisschen meh. Ich meine, es ist schön, wenn man es hat, bestimmt, gerade wenn andere leveln wollen dabei. Aber ansonsten sage ich auch so ein bisschen wie, ja, nur die Reichweite erhöht wird, Leute, die Erfahrung teilen, meh. Okay, sage ich mal, okay. Und dann gibt's Retaliation. Und zwar, wenn ihr natürlich wie immer diese Fähigkeit angeschmissen habt und auch das freigeschaltet dazu und dann auch das hier aktiviert habt, habt ihr Retaliation und das tut bis zum Ende der Mission, wie immer auch passiv, 2,5 von allen Schaden, den ihr kriegt, schmeißt ihr auf euren Angreifer zurück. Ja. Das ist, jetzt im ersten Moment hört sich das nicht so wahnwitzig toll an, ich weiß. Aber, ne, auf maximaler Stufe wären das auch dann tatsächlich auch 10%, die ihr zurückwerft auf das Ziel. Aber stellt euch mal gerade etwas bisschen schlimmere Mission, bisschen schwerere Mission vor. Auf niederen Stufen kann das nicht unbedingt heißen, dass sie sich selber töten, aber die machen sich halt immer brav gegenseitig, beziehungsweise selber Schaden halt, die Typen. Und wenn die jetzt
nur als Beispiel, mit irgendwelchen Effekten euch belagern, die ja Statuseffekte ausführen, dann wird auch womöglich das gnadenlos auf die zurückgeschmissen. Deswegen, da kann ich mir Sachen vorstellen, was nicht unbedingt schlecht ist. Natürlich auch 10% ist jetzt nicht Mördermenge, ich weiß, das ist nicht wirklich viel. Aber Kleinvieh macht eben auch Mist. Deswegen, finde ich nicht unbedingt verkehrt. So, dann gehen wir mal, also das wäre jetzt hier der Bereich, das ist der reine Passivbereich, wenn man so will. Also die Sachen sind meistens immer aktiv bis zum Ende der Mission. Deswegen, ich habe da ehrlich gesagt persönlich ein Fable für sowas. Wobei ich jetzt gerade sagen muss, bei denen, also bei hier oben, bei dem sowieso nicht, aber das ist so, ich meine, das ist super. Das ist auch okay, ne? 10% Schaden auf die Gegner zurückschmeißen ist ganz cool. Was ich jetzt noch nicht unbedingt weiß ist, weil ich noch nie ausprobiert habe, ist, angenommen, ihr habt eine Valkyrie dabei. Die kriegt zwar selber keinen Schaden, aber die würde ja trotzdem Schaden zurückwerfen auf das Ziel. Jetzt stellt euch mal hochstufige Missionen vor, wo die Gegner richtig krass Schaden in euch reinbrettern. Da ist eine Valkyrie, die selber keinen Schaden kriegen kann, wirft aber ständig, wenn sie beschossen wird, 10% des Schadens, den sie kriegt, zurück. Das ist dann mal eine Idee. Das ist dann womöglich nämlich das, was wirklich auf einmal reinhauen wird. Weil ich meine mich zu erinnern, weil gerade auf gewissen hohen Missionen, die machen absurd, also bei Sorties zum Beispiel, die machen da absurden Schaden. Selbst 10% davon kann da schon eine ganze Menge auf einmal sein. Ja gut, das Studio und das Disciplined Approach ist so ein bisschen, wo ich sage, man, meh, das kann man sich schenken, finde ich jetzt gerade. Aber das, wir machen mal keine großartige Wertung hier rein. Ich meine, es gibt doch bestimmt Leute, die sagen, ja, aber Reichweite dazu haben für gewisse Situationen wäre vielleicht nicht schlecht. Deswegen, wer irgendwas haben will, soll es natürlich nehmen. Gut, jetzt gehen wir aber hier unten mal runter. Nämlich Mending Focus geht hier noch und weiter zum Mending Shower. Und die Sache hier ist, ja, das tut quasi Mending Tide selber direkt verändern. Und zwar würden wir jetzt nicht mehr nur 10 Meter Radius haben, sondern dafür 12. Dafür heilen wir aber pro Welle nicht mehr 250, sondern nur noch 175. Naja, ich weiß nicht, ob die 2 Meter derart Verlust in der Heilung wirklich jetzt, ne? Also ich bin ja jetzt nicht so ganz der Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, Reichweite erhöhen an sich ist immer eine schöne Sache. Auch wenn das auf maximale Stufe auf 18 Meter auch geht, das ist natürlich dann cool, weil wir reden da fast die doppelte Reichweite von einem normalen. Aber trotzdem sage ich mir so ein bisschen wie, ja, aber die Heilung, ist das die Heilung, so runtergeht? Ich meine, bin da jetzt nicht der Freund von. Wobei natürlich, man muss fairerweise auch dazu sagen, gerade wenn man auch hier wieder die Stufen weiter erhöht, wird auch tatsächlich die Heilung pro Welle wieder mit erhöht. Und zwar nicht auf dem Maximum wieder von 250, aber immerhin auf der maximalen Stufe auf 225. Und dann ist es cool. Wie bei gewissen anderen Fähigkeiten, die ich auch schon gesehen habe, die ich aber noch nicht behandelt habe, leider. Tatsächlich, am Anfang wird es erst schlechter, die Fähigkeit. Und wenn man das aber auf Maximum skillt, hat es tatsächlich viel mehr Wert plötzlich, die Fähigkeit. Also, es ist zwar dann einen Tacken schlechter, aber dafür hat man entweder eine viel höhere Reichweite oder man trifft sehr viel mehr plötzlich damit. Deswegen, ja, das ist nicht verkehrt. Das ist wirklich nicht verkehrt. Mending Shower. Schön, schön. Und sofern ihr Mending Shower mindestens einen Punkt reingetan habt, könnt ihr euch auch The Polluted Waters euch dazu holen. Und das ist auch eine Fähigkeit, wo ich mir sage, dann, die ist, Polluted Waters ist ja auch verschmutztes Wasser sozusagen und wahrlich, es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil ihr tut jetzt nicht nur Leute heilen, ihr tut auch Leute wiederbeleben sofort. Nur zusätzlich zu dem, dass ihr Leute wiederbelebt, spontan mit den Wellen oben gemerkt, nicht, dass ihr da hinlauft, sondern tatsächlich mit dieser, ne, Rundumheilung tut ihr tatsächlich Leute wiederbeleben, nur ihr habt eine 95% Chance, dass ein Viraleffekt auf das Ziel wirkt, also auf den ihr gerade wiederbelebt habt, und zusätzlich Magnetic-Effekt drauf ist. Das heißt, man hat maximal Lebenspunkte gehen runter und maximaler Schild geht runter. Und wenn ich das jetzt gerade richtig lese, weil da steht nämlich End Medic Status vor zweimal the Duration. Ich könnte mir vorstellen, zweimal the Duration heißt hier oben für 10 Sekunden, das heißt, beim Worten, wenn ihr die Leute wiederbelebt habt, haben die für 10 Sekunden, also zweimal, also für 20 Sekunden dann eine 95% Chance, also dass dann diese Effekte auf die wirken. Und dann muss ich sagen, oh, da sind die mal sehr schnell womöglich wieder direkt tot. Auf der anderen Seite könnte natürlich dann, da das ja jedes Mal Leute wiederbelebt, kann das sein, dass die Typen aufstehen und wieder hinfallen, aufstehen, hinfallen, die ganze Zeit im Wechsel. Bei jeder Welle stehen sie direkt wieder auf und fallen weg, direkt wieder umgenutzt. Könnte ich mir vorstellen, aber trotzdem. Trotz des Nachteils, der deutlich hier zu sehen ist, würde ich trotzdem sagen, es lohnt sich, weil eine Flächenwiederbelebung ist schweinegeil. Da muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Eine Flächenwiederbelebung, aber eben mit Nachteilen. Ja, zwei, also ne, reduzierte Lebenspunkte, maximaler Lebenspunkte und reduzierte maximaler Schild. Aber dafür eben instant wiederbelebt werden.
Und wie ich auch gerade mal kurz nochmal drüber geguckt habe im Wiki, tatsächlich sieht es auch so aus, diese Chance, Leute mit diesen Statuseffekten vollzuknallen, wird tatsächlich mit höherer Stufe dieser Fähigkeit auch weiter reduziert. Das heißt, bei Worten, auf maximaler Stufe ist es nur eine 25% Chance, dass hier diese viral- und magnetische Statuseffekte auf das Ziel draufkommen. Wo ich dann sage, also, ja, ist okay. Und auch die Zeit wird reduziert. Auf maximaler Stufe ist es nicht mehr doppelt die Zeit, die ihr von Mending Tides habt, sondern tatsächlich nochmal 1,5. Ja, ich denke mir auf, also hier die gerade die beiden Fähigkeiten auf maximaler Stufe, glaube ich, die rocken ziemlich das Haus, glaube ich. Da scheppert's im Gebälk sozusagen. Das ist richtig cool. Das ist sensationell in meinen Augen. Kommen wir langsam mal hier oben ein bisschen hin. Und zwar zu einer Mending Tides Mastery. Und da muss ich sagen, das ist persönlich für mich so was, was man eigentlich haben muss. Leider ist es wahnwitzig teuer. Denn mit Mending Tides Mastery könnt ihr quasi die Zeit reduzieren. Die 180 Sekunden haben wir ja startmäßig und jeder Fähigkeitspunkt, der hier reinkommt, reduziert diese Zeit, die ihr zum Neucasten braucht, um 15 Sekunden. Ja, dummerweise wird halt die Zeit für jeden Skill, den ihr reintut, jeweils um 45 Sekunden erhöht. Deswegen, aber trotzdem, das ist, wenn man das auf Maximum hat, ist es durch die Bank halt eine Minute kürzer, die Sache hier. Deswegen, ist nicht wirklich schlecht, aber es ist halt schweineteuer. Gut, kommen wir jetzt zu dem Protection Ward. Und wenn ihr halt, wie gesagt, wie immer, Mending Tides aktiviert habt, dann könnt ihr, wenn ihr Protecting Ward halt den Effekt dabei habt, würdet ihr persönlich eine Art Schutzschirm um euch kriegen. Der Schutzschirm hilft aber nicht gegen Nahkampf, sondern nur gegen Fernkampf. Ein bisschen wie vom Zephyr, dieses tolle Windschild, was ihr da habt. Das heißt, man Projektile würden abgelenkt werden, so irgendwo anders hin. Aber eben Nahkampf würde euch normal treffen. Für 5 Sekunden. An sich, die Fähigkeit vom Zephyr ist meines Erachtens weit unterschätzt. Also es ist sensationell. Sofern keine Raketen auf euch schießen, könnt ihr mit nahezu jeglichen Fernkampf euch nahezu ausschalten. Weil Raketen natürlich dann, wenn die umgeleitet werden, womöglich auf den Boden vor euch, dann treffen die Explosion, kriegt ja trotzdem Schaden. Aber ja, ich finde das gar nicht unbedingt verkehrt. 5 Sekunden ist jetzt nicht so der Mörderbringer. Aber natürlich auf höheren Stufen wird das Ding auch maximal 10 Sekunden. Also für 10 Sekunden ist das schon wirklich sehr cool. Da hat so eine quasi Unverwundbarkeit gegen Fernkampf. Ich sage extra quasi, weil wenn Raketen und andere Waffen euch schießen, die nicht abgelenkt werden können so ohne weiteres, dann trifft euch das trotzdem. Aber das ist schon sehr cool. Gerade wenn man gegen Grenier-Stabmäßig kämpft, die keine Raketen gerade haben. Oder keine Flammenwerfer oder sowas. Weil ich glaube, das funktioniert auch nicht wirklich. Dann würdet ihr aber von denen nichts abkriegen. Deswegen ist das spannend geil. Sehr cool, sehr cool. Dann gehen wir gerade hier runter zu Guardian Presence. Und natürlich, wenn ihr Protection Ward natürlich habt, dann würde dieser Effekt von Protection Ward nicht nur auf euch gehen, sondern eben auch auf eure Gruppe. Natürlich müsst ihr das jetzt jeweils skillen. Ihr könntet theoretisch einen Punkt hier drin haben und das auf Maximum haben und der Effekt würde natürlich auch dann länger auf wahrscheinlich wieder die 10 Sekunden natürlich wieder auf alle eure Kollegen wirken. Natürlich nicht auf euch, witzigerweise, weil dafür bräuchtet ihr Protection Ward Skill. Also die müsstet ihr dann theoretisch beide hoch haben auf Maximum und dann wäre das für alle 10 Sekunden Schutz gegen ziemlich viel, was am Fernkampf euch einschreddern könnte. Ist an sich schon ziemlich fett. Aber eben auch mit Vorsicht zu genießen. Aber ich sehe schon, hier gibt es sehr coole Kombinationen. Also hier das mit Wiederbeleben hier, das Ganze. Und dann hier das hier mit dem Schutz gegen Fernkampf. Sehr schön, sehr schön. Dann gucken wir uns die letzten beiden Skills an. Also Protection Ward müsst ihr, wie gesagt, ja immer dann haben, wenn ihr die Sachen jetzt haben wollt hier. Auch aktiviert haben leider. da gibt es erst hier unten noch The Strengthened Defenses. Und ihr kriegt einfach 100 Schild dazu. Mehr oder weniger ist es das. Punkt aus. Gleich, wenn hier die Fähigkeit quasi losläuft, beziehungsweise nach jeder Welle eigentlich, wenn man es genau nimmt, würdet ihr nicht nur eben Lebenspunkte kriegen, sondern würdet auch jeweils 100 Schild dazu kriegen. Deswegen, nicht unbedingt verkehrt, nicht unbedingt verkehrt. Auf maximal Stufe 250 Schild tatsächlich. Also kriegt ihr tatsächlich, wenn hier die Fähigkeit losrockt, 250 Schild und 250 Lebenspunkte. Der Zusammenhang ist das gar nicht schlecht. Auch das finde ich sehr cool. Gerade so eine Fähigkeit kann einem ziemlich einen Arsch retten, gerade wenn ihr so eine Hijack-Mission habt, wo ihr so ein Objekt, was euer Schild frisst, ihr wo das hintransportieren müsst. Weil, ne, kennt ihr die Fahrzeuge bei den, oder irgendwelche, bei den Greeners gibt es so eine Art Kranmechanismus. Und da muss man immer daneben stehen, damit dieses Teil sich überhaupt bewegen kann. Das verbraucht aber euer Schild die ganze Zeit, damit sich überhaupt bewegt. Und mit der Fähigkeit könnte man natürlich auch ein bisschen der Sache entgegenwirken. Dass eben ein anderer immer noch Schild hat, dass man das Ding sich weiter bewegen darf. Deswegen, ist nicht verkehrt, ist nicht verkehrt. Und zu guter Letzt kommen wir zum Commanding Words.
Das ist sehr interessant, muss ich jetzt mal sagen. Ich habe gerade noch mal kurz mal verstörten, wahrlich verstörten Blick erstmal ins Wiki geworfen. Meinen die das ernst? Ja, die meinen das tatsächlich ernst. Und zwar sieht es so aus, dass wir so eine Art Aura bekommen. Für 5 Sekunden. Und jeder, der innerhalb dieses Umkreis von der Aura reintritt, wird erstmal betäubt von der Aura. Das ist doch mal für eine kurze Zeit natürlich nur. Aber das ist schon sehr cool, finde ich. Gerade Betäubungen sind gerade Warframe auch was sehr, sehr Feines, wenn man sowas haben darf. Und das ist schon sehr, sehr cool. Leider steht jetzt nicht, wie weit die Aura von euch jetzt wegsteht. Aber egal, völlig egal in meinen Augen, wie weit jetzt die Aura von euch wegreicht. Hauptsache, man hat halt eine Aura um sich herum, kann halt rumlaufen. Und jeder, der meine müsste vielleicht einen Nahkampf mit einem laufen wollen, wird erstmal betäubt kurz. Finde ich nicht verkehrt, finde ich wirklich nicht verkehrt. Ich bin mir nicht gerade sicher, ob man dann, wenn man die so auf der Schiene betäubt, ob man den auch finishen darf sofort. Weil manche Fähigkeiten erlauben mir dann sowas wie, oh, du bist betäubt, dann hau ich dich mal gerade kaputt jetzt. Weiß ich jetzt nicht, ob das auch funktioniert, aber allein schon, dass die Typen einen nichts gerade mal machen dürfen, weder schießen noch angreifen, weil sie halt betäubt gerade sind, ist schon eine Sache, die auch gar nicht verkehrt ist. Hey, und das wäre auch schon der Vasarenbaum gewesen. Und am besten, ich schalte jetzt mal was frei. Gerade hier diese Fähigkeit hole ich mir auf jeden Fall. New Moon, gerade die Sache mit Wiederbeleben finde ich zu gut, deswegen Unlock. Und jetzt weise ich auf die letzte Sache noch hin, die im Baum ist. Für jeden Baum eigentlich relevant ist in meinen Augen. Angenommen, wie gesagt, diese Fähigkeit habe ich jetzt freigeschalten. Die ist jetzt noch nicht aktiv. Wie ihr seht, ich habe hier oben immer noch Fokus Pool von 4 von 5. Wenn ich die Fähigkeit anmache, fupp, aber nur noch 3 von 5. Ja, das bedeutet natürlich, wir könnten jetzt theoretisch maximal noch 3 andere Fähigkeiten hier freischalten und dann hätten wir 0 von 5. Und jedes Mal könnten wir auch weiter hier, aber hier, wenn wir Punkte weiter ausgeben, diesen Pool weiter erhöhen. Dann hätten wir dann halt, wenn wir jetzt hier, wenn ich jetzt das erhöhen wollte, hätten wir dann auf einmal 4 von 6. Und so weiter und so weiter und so weiter. Damit könnten wir theoretisch, wenn wir es unbedingt wollten, alle Fähigkeiten diesen Baum auch uns holen. Es braucht halt nur eine Menge Zeit. Und Geduld vor allem, dass die ganzen Punkte zu sammeln. Aber ja, ihr könntet theoretisch damit, wenn ihr das weiter erhöht, könnt ihr immer alles nacheinander freischalten. Nur, ich warne schon mal davor, wie ihr schon seht, die Zeit ist ja gerade um 225 Sekunden raufgegangen. Und das bedeutet natürlich auch, dass jedes Mal so ein Skill ja auch weiter diese Punkte nach oben gehen. Ne? Also das kann danach sein, dass ihr teilweise eine halbe Stunde vielleicht warten müsst. Aber dann habt ihr womöglich den krankeste Fähigkeit-Explosion aller Zeiten womöglich. Wahrscheinlich sieht es danach auch genauso aus. Oder man tut sich halt passend für die Mission einfach das Passende dann jeweils freischalten. So eben, wie man es braucht. Gut. Und das wäre es dann auch schon gewesen vom Vasarenbaum und von meinem Fokus-Check. Und ja, ich arbeite jetzt natürlich wie ein Besessener dran, noch die anderen letzten beiden freizuschalten. Und dann werde ich auch dazu noch ein Video da machen. Nur das dauert halt immer ein bisschen. Gerade bei dem Vasarenbaum habe ich mir absolut an abgebrochen, aber ich denke mir, das ist auch wert. Ich meine ehrlich, das ist ja gerade wert. Gerade jetzt, wo ich auch die ganzen Fähigkeiten immer so genau nochmal angeguckt habe, auch gerade Wiki nochmal genau nachgecheckt habe alles. Hey, das hier ist sensationell, finde ich. Hier die, wenn man einfach Leute nur heilen will oder jetzt großflächig was beschützen muss, und hier die beiden, gerade dieses Massenwiederbeleben, Daumen hoch. Und auch diese Sache mit dem, dass man Schutz vor Fernkampf kriegt. Das kann man gar nicht mit Geld bewerten, sowas. Glaub mir mal. Also das ist auch ziemlich geil. Vor allem, das wird ja auch immer refreshed. Bei jeder Welle wird ja, nehme ich mal an, dieser Wert ja auch ständig refreshed. Das heißt, man erst wenn dieser Fähigkeit ausgelaufen ist, beginnt eigentlich erst die Zeit wirklich zu laufen, sofern die noch in eurer Reichweite stehen, die Leute. Und gerade bei Verteidigungsmissionen, oh, das ist göttlich. Stehen die rum und kriegen die ganze Zeit nichts ab und sagen, nö, ich krieg den da ab, nö, läuft, läuft. kriegen die ganze Zeit geheilt, mit dem Ding noch dabei, kriegen sie die ganze Zeit auch noch Schild dazu. Sehr fett, sehr, sehr fett. Wenn das hier noch Leute betäuben würde im Nahkampf, wow, das wäre absolute Gipfel. Das heißt, man müsste ja den dabei haben, das heißt, man Fernkampf kann euch nicht treffen, ihr sprintet auf jemanden zu, der würde erstmal betäuben, dann finisht ihr den erstmal. Was kann es noch Besseres geben? Dafür, dass das ein Heilbaum ist, ist das ein ziemlich, ziemlich kranker Torbaum, muss ich gerade sagen. Hier so. Das ist schon hart, das ist schon sehr hart. Aber eben Schutz Deluxe, sage ich nur. Der Vasaren Fokus Talentbaum. Okay, das war's von mir, WMK3. Danke fürs Vorbeischneien und Zuhören. Bis die Tage und tschüss.